Willkommen zum 13. Teil der Theorie elastischer Wellen 2 Vorlesung. Letztes Mal hatten wir erfolgreich unseren ersten finite Differenzencode programmiert, um die 1D akustische Wellengleichung lösen zu können. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert, also es gab keine großen Programmierfehler und der Code lief am Ende sehr gut. Und heute wollen wir uns dann mal genauer anschauen, welche Kriterien wir eigentlich einhalten müssen, um stabile und genaue finite Differenzenlösungen herauszubekommen. Das heißt, da gibt es so zwei wesentliche Kriterien, die man also herleiten kann und die man auch irgendwie aus der Vorlesung mitnehmen sollte. Also das ist auch eine sehr beliebte Prüfungsfrage, wie diese beiden Kriterien lauten. Ja, und wenn man dann weiß, wie man einerseits den finite Differenzencode programmiert und zum anderen diese beiden Kriterien kennt, dann kann man also im Prinzip jedes Problem, was einem über den Weg läuft, sei es auch nur noch so kompliziert, numerisch irgendwie lösen. Das heißt, man hat nach dieser Vorlesung einen ziemlich guten Eindruck davon, wie man also wirklich sinnvoll numerisch irgendwas modellieren kann. So, wenn wir jetzt mal zu unseren Notebooks gehen, dann haben wir jetzt bereits Kapitel Nummer 4 erreicht, FD Stability and Dispersion. Und wir beginnen hier mit dem ersten Notebook. Hübsche ich also nochmal ein bisschen auf. Ich nutze den Platz vielleicht auch nochmal etwas besser. So. Gut, also ich wiederhole nochmal kurz, wie der finite Differenzencode aussah, den wir in der letzten Vorlesung zusammenprogrammiert haben. Ich habe den jetzt hier nochmal eingebaut, allerdings in einer etwas simpleren Form. Also es gibt nicht diese ganzen bunten Animationen mehr, sondern es gibt jetzt nur noch den ganz nüchternen Vergleich zwischen analytischer und numerischer Lösung. Und was wir jetzt halt untersuchen wollen, ist, wie müssen wir diesen Zeitschritt dt und unseren räumlichen Gitterpunktabstand dx eigentlich wählen, um stabile und genaue finite Differenzenlösungen herauszubekommen. So, also schauen wir uns den Code nochmal genauer an. Zunächst mal importieren wir halt die üblichen Python-Bibliotheken, NumPy, Matplotlib, Pylab und Warnings. Dann, wie bei jedem finite Differenzencode, also das wird sich im Laufe der weiteren Vorlesung auch nicht mehr wirklich verändern, definieren wir erstmal unsere Modellierungsparameter. Das ist also erstmal die maximale Ausdehnung unseres räumlichen 1D-Modells, und zwar diesmal in Metern, ja, steht hier also xmax. Dann definieren wir 1dx, nehmen wir mal 0,5 Meter, mit dem wir also unser räumliches Modell abtasten wollen. Dasselbe machen wir für den Zeitschritt, also wir wollen das Ganze wieder 1,001 Sekunde aufzeichnen, also das ist die Länge unserer Seismogramme. Wir wählen einen Zeitschritt von 0,01 Sekunden, also eine Millisekunde. Dann definieren wir die Eigenschaften von unserem Medium. Da ist es relativ simpel, weil wir haben nur die 1D akustische Wellengleichung für ein Medium mit konstanter Dichte. Und da müssen wir also nur die P-Wellengeschwindigkeit definieren. Dann nehmen wir wieder die typische Erdatmosphärengeschwindigkeit von 333 Meter pro Sekunde. Also es wird wieder ein Gewitter modelliert. Ja, die Akquisitionsgeometrie, da geben wir diesmal die Empfänger- und Quellposition mal in Metern an, wie man das also bei einem richtigen finite Differenzencode auch machen würde. Beim letzten Mal hatten wir das noch relativ billig implementiert, indem wir gesagt haben, wir geben direkt die Gitterpunktposition von Quelle und Empfänger an. Ja, und dann braucht man für die Berechnung des Quell-Wavelets auch noch so ein paar Parameter. Zum einen ist das F0, das ist die dominante Frequenz des Quellwavelets in Hertz. Da nehmen wir also an, das sollen 25 Hertz sein. Und dann muss, weil wir wieder die erste Ableitung der Gauss-Funktion verwenden, das Quellwavelet auch noch so einen gewissen Timeshift aufweisen, weil wir ansonsten akausale Anteile bekommen. Also das Quellwavelet fängt bei negativen Zeiten an.
Das hatte ich letztes Mal schon gesagt, da gibt es dann also Probleme mit der Finite-Differenzen-Modellierung, weil die ist halt, ja, man kann sie im Prinzip auch für negative Zeiten definieren, aber am einfachsten ist es, wenn man sie wirklich nur für positiven Zeiten definiert. Das heißt, wir führen hier also einfach einen Timeshift ein, der also an die Zentralfrequenz gekoppelt ist. Also 1 durch die Frequenz ist eine Zeit und wir sagen dann einfach, das soll dann 4 mal dieser Zeit, welcher der dominanten Periode dann entspricht, so groß soll also unser Zeitshift am Ende sein. So, und jetzt habe ich einfach mal statt so verschiedene kleine Codeteile auf verschiedene Zellen zu verteilen, das weiß man vielleicht noch vom letzten Mal, wir hatten also am Anfang erstmal begonnen, irgendwie ein Quell-Wavelet zu definieren, uns auch mal das Spektrum angeschaut. Dann hatten wir eine Jupyter-Notebook-Zelle, wo wir die analytische Lösung beschrieben haben. Und dann kam so ein bisschen Visualisierung und erst zum Schluss in der letzten Zelle der eigentliche FD-Code, der irgendwie aus 5 Zeilen bestand. Also statt so ein Mischmasch aus verschiedenen Codeteilen zu machen, habe ich jetzt einfach mal den kompletten FD-Code in eine Function, in eine Python-Function reingeschrieben. Sieht man also hier, die heißt jetzt also FD1D-Acoustic. Und die hat jetzt 2 Eingabeparameter, die später relativ wichtig werden, nämlich einmal der Zeitschritt dt und zum anderen die räumliche Diskretisierung dx. Wir werden gleich sehen, warum das wichtig sein wird. Gut, und jetzt muss ich eigentlich nur noch die ganzen Parameter definieren, die wir auch schon letztes Mal definiert hatten. Also, was wir jetzt explizit mal ausrechnen, ist die Anzahl der Gitterpunkte, der räumlichen Gitterpunkte in x-Richtung. Das war beim letzten Mal auch noch vorgegeben. Das rechne ich jetzt aus, einmal aus der maximalen Ausdehnung meines Modells geteilt durch den räumlichen Gitterpunktabstand. Und dann rundet man das Ganze auf den nächsten Integer-Wert. Das soll also dieses in Klammern Integer von xmax durch dx bedeuten. Nicht? Also hier muss ja nicht zwangsläufig ein Integer-Wert rauskommen, sondern das ist meistens irgendeine Gleitkommazahl. Das heißt, wir runden das Ganze jetzt auf den nächsten Integer-Wert und erhalten dann die Anzahl der Gitterpunkte in x-Richtung. Genau dasselbe mache ich für die Anzahl der Zeitschritte nt. Da sage ich einfach, ich dividiere t max durch meinen Zeitschritt dt und runde auch da auf den nächsten Integer-Wert. So, genau dasselbe gilt auch für die Empfänger- und Quellposition. Die habe ich diesmal auch in Metern angegeben, wie sich das gehört. Also im Feld misst man für gewöhnlich in Metern und nicht in Gitterpunkten, weil die Diskretisierung eines solchen Modells im Feld natürlich nicht zwangsläufig klar ist. Und das heißt, das mache ich genauso wie hier oben bei den räumlichen und zeitlichen Gitterpunkten. Ich rechne den Gitterpunkt des Empfängers einfach dadurch aus, indem ich xr durch dx teile und dann den Integer-Wert davon nehme. Und dasselbe bei der Quellposition mache. Also ich nehme die x-Koordinate von meiner Quelle, teile durch dx und runde auf den nächsten Integer-Wert. So, das heißt, das sind so Standardfunktionen, wie man sie eigentlich typischerweise in jedem Finite-Differenzen-Code findet. Das heißt, aus den physikalischen Parametern, also zum Beispiel hier xmax und dx, werden dann Gitterpunktkoordinaten oder Anzahl von Gitterpunkten berechnet. Ja, und die kann man dann später im Finite-Differenzen-Code also ziemlich einfach verwenden. So, dann brauche ich natürlich mein Quell-Wavelet. Das definiere ich mir also hier. Ich initialisiere also erst mein Quell-Wavelet mit 0. Das ist einfach eine Zeitreihe aus nt Samples. Und dann definiere ich mir meine Zeiten und wenn ich die Zeiten habe, also einen Zeitvektor, kann ich hier meine erste Ableitung der Gauß-Funktion als Zeitreihe darstellen. Jetzt könnte ich zum Beispiel die Zeit wieder gegen ja, mein Quell-Wavelet plotten und hätte dann die erste Ableitung der Gauß-Funktion so zeitverschoben. Das haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Dann initialisiere ich auch gleich mal meine analytische Lösung. Also ganz genau initialisiere ich hier die Greens-Funktion.
Dann initialisiere ich die Koordinaten, nicht? Also erstmal, wie viele Gitterpunkte habe ich hier in x-Richtung, also von 0 bis nx minus 1. Ja, das gibt mir also so einen Vektor mit x-Koordinaten, um dann physikalische Koordinaten herauszubekommen, multipliziere ich das Ganze dann hier noch mit meinem räumlichen Gitterpunktabstand. Gut, und der ganze Kram, das war hier die Berechnung der analytischen Lösung, also der Greens-Funktion für das 1D-akustische Medium, also das homogene 1D-akustische Medium, ohne irgendeine Begrenzung dieses Mediums, also den homogenen Vollraum. Das haben wir jetzt auch schon öfter mal gesehen. Ja, und sobald wir dann die Greens-Funktion hier oben berechnet haben, können wir dann mithilfe des Quell-Wavelets über eine Konvolution ein Seismogramm ausrechnen, was also dem Seismogramm entspricht, was wir rausbekommen würden, wenn wir also als Quellanregung hier die erste Ableitung der Gauss-Funktion verwenden würden. Ja, dann begrenzen wir das Ganze noch, weil die Konvolution hier eine viel zu lange Zeitreihe ausgibt, auf die Zeitreihe, die wir auch hier oben verwenden für die seismische Modellierung. Das wird dann beschränkt auf Werte von 0 bis nt. Gut, dann das hier, diese Zeile dient im Prinzip später nur der Darstellung. Das heißt, wir wollen unsere Plots immer auf den Maximalwert der Amplituden beschränken. Also vom negativen bis positiven Maximalwert der analytischen Lösung. Einfach, um das dann später besser mit der numerischen Lösung vergleichen zu können. So, das heißt, das war erstmal der ganze Initialisiererei. Einmal die Diskretisierung wird hier oben definiert. Dann mein Quell-Wavelet. Und hier dann einfach meine analytische Lösung. So, jetzt sind wir immer noch nicht beim FD-Code, sondern wir initialisieren noch munter weiter. Wir hatten beim letzten Mal gesehen, dass wir also für diesen Finite-Differenzen-Code verschiedene Vektoren zu verschiedenen Zeiten benötigen. Also wir hatten einmal das Druckwellenfeld an jedem Raumpunkt einmal in der Gegenwart definiert. Das war also dieses Druckwellenfeld P. Dann gab es ein Druckwellenfeld in der Vergangenheit. Das hieß also P old. Und dann gab es ein Druckwellenfeld in der Zukunft. Hier ist auch schon wieder ein Fehler. Das muss also Future heißen. Also zum Zeitschritt n plus 1 bzw. zum Zeitschritt t plus dt. Und die Vergangenheit, die lag jetzt also einfach einen Zeitschritt zurück oder einfach t minus dt. Und dann brauchten wir auch noch so einen Vektor für die räumlichen Ableitungen. Also genau die zweite räumliche Ableitung des Druckwellenfeldes an jedem räumlichen Gitterpunkt. Das heißt, da werden jetzt hier einfach nur mal so Arrays initialisiert für die spätere finite Differenzenmodellierung. Dann definieren wir unser homogenes Geschwindigkeitsmodell. Das heißt, das initialisieren wir auch erstmal überall mit 0 und addieren dann anschließend unser homogenen Geschwindigkeitswert hier drauf. Also 0 plus 333 Meter pro Sekunde. Ergibt dann an jedem Raumpunkt einen Geschwindigkeitswert von 333 Meter pro Sekunde. Also ganz billiger Ansatz. So, und dann initialisiere ich hier noch meine Seismogramme. Das sind also erstmal NT-Samples mit 0 initialisiert. Gut. Ja, das war also der ganze Initialisierungskram. Das ist eigentlich so ziemlich der größte Teil vom kompletten Code, nicht? Also dieser ganze Block hier war nur Initialisierung, also vom Quell-Wavelet, von der analytischen Lösung, von unseren Wellenfeldern, die wir brauchen, unserem Geschwindigkeitsfeld und unserem Seismogramm. Und jetzt kommen wieder nur die 5 Zeilen finite Differenzen-Code. Ja, also mehr ist das wirklich nicht. Beim letzten Mal waren hier noch so irgendwie diverse Routinen, um das Ganze richtig zu visualisieren, um so einen hübschen, bunten Film abspielen zu können. Das habe ich jetzt, wie gesagt, alles rausgeworfen. Und der Kern
vom finite Differenzencode ist halt dieser Teil. Also ganz entscheidend, wie sieht das aus? Wir haben hier so eine Vorschleife über alle Zeitschritte, also vom nullten Zeitschritt, ersten, zweiten, dritten und so weiter, bis zum nteten Zeitschritt. Ganz genau, es ist der nt minus 1 erste Zeitschritt, aber das ignoriere ich häufig. Gut. Und zu jedem Zeitschritt muss ich jetzt also iterativ mein Wellenfeld updaten, nicht? Also aus den Wellenfeldern der Vergangenheit und der Gegenwart rechne ich jetzt das Wellenfeld der Zukunft aus. Wie mache ich das? Ich rechne zunächst mal die räumlichen Ableitungen mit Hilfe des Dreipunktoperators aus, also ganz genau die räumlichen zweiten Ableitungen. Das heißt, ich habe jetzt hier in diesem Code-Teil so eine Vorschleife über alle räumlichen Gitterpunkte, also zumindest alle räumlichen Gitterpunkte innerhalb meines Rechengebiets, also von 1 bis nx minus 1. Das hatte ich jetzt auch schon öfter erwähnt. Man muss diese Punkte so wählen, dass die also konform sind mit dem finite Differenzencode, dass da also nicht irgendwelche komischen Speicherzugriffsfehler auftreten können. Das wäre also irgendwie auf zum Beispiel ein Wert nx plus 1, wie das zum Beispiel hier jetzt der Fall wäre, wenn i gleich nx wäre, zugreifen würden. Und dieser Zugriff ist gar nicht möglich, weil wir haben gar nicht so viele Gitterpunkte oben definiert. Das heißt, da würde es also eine deutliche Fehlermeldung geben, wenn wir das machen würden. Das könnt ihr mal selber ausprobieren. So geht man einfach hier in der Vorschleife nicht bis nx minus 1, sondern bis nx. Da sollte es dann also eine Fehlermeldung geben, dass man auf dieses Speicherelement gar nicht zugreifen kann, weil es wie gesagt nicht definiert ist. So, und dann muss man einfach nur den Dreipunktoperator, den man also vorher mal auf dem Zettel irgendwie sich aufgeschrieben hat, hier in Python programmieren. Nicht? Also das heißt, die zweite Ableitung in x-Richtung des Druckwellenfeldes am Gitterpunkt, am räumlichen Gitterpunkt Nummer i, berechne ich also einfach daraus, indem ich hier das Druckwellenfeld pi plus 1 nehme, davon abziehe 2 mal p von i und drauf addiere p von i minus 1. Und das Ganze dann teile durch dx². Das war also einfach der räumliche Dreipunktoperator, um hier die zweite Ableitung berechnen zu können. So, das heißt, das war die räumliche Ableitung. Und diese räumliche Ableitung setzen wir dann ein, um die zeitliche Ableitung zu approximieren. Das heißt, wir führen dann hier diese Zeitextrapolation aus. Das war also auch relativ einfach. Man musste einfach nur den Dreipunktoperator für die zweite Zeitableitung in die partielle Differentialgleichung einsetzen und das Ganze dann umformen nach dem zukünftigen Druckwellenfeld. Und dann kam heraus, dass wir das zukünftige Druckwellenfeld aus dem gegenwärtigen Druckwellenfeld, also ganz genau zweimal dem gegenwärtigen Druckwellenfeld, minus dem alten Druckwellenfeld plus unserem Geschwindigkeitsmodell zum Quadrat, also ist jetzt Vp an jedem Gitterpunkt definiert, das ist jetzt hier natürlich alles vektoriell, mal dt zum Quadrat mal unserer zweiten räumlichen Ableitung, die wir hier oben berechnet haben. Ja, und das heißt, das ist der ganz entscheidende Punkt. Wir können also aus der Gegenwart des Druckwellenfeldes, also dem gegenwärtigen Zustand des Druckwellenfeldes und dem vergangenen Druckwellenfeld die Zukunft berechnen. Wenn wir also das P-Wellengeschwindigkeitsmodell kennen, ja, und den Zeitschritt. Also sehr viel mehr muss man da nicht wissen und hier natürlich die räumlichen Ableitungen. Aber da steckt auch nur das Wellenfeld der Gegenwart drin, wie man hier oben sieht. Gut, ja, was müssen wir dann noch wissen? Wir müssen wissen, wie regen wir eigentlich unsere Quelle oder unsere akustische Welle in der Atmosphäre an? Also wie soll unser Donnergrollen eigentlich so zeitabhängig aussehen? Das heißt, das muss man auch noch wissen, neben dem Geschwindigkeitsmodell, um das zukünftige Wellenfeld vorhersagen zu können. Ganz klar, wenn unsere Quellzeitanregung also überall 0 ist, kann ich keine Welle anregen.
Und entsprechend kann dann später auch keinen Donner durch unsere 1D-Atmosphäre propagieren. Das heißt, was man dann im nächsten Schritt hier noch machen muss, ist, man addiert einen Quellterm an der Quellposition und diese Quellposition hatten wir oben schon diskret ausgerechnet. Das war also jetzt hier dieser räumliche Index I-Source. Das heißt, ich addiere jetzt einfach nur an diesem Punkt I-Source, also auf das neue Wellenfeld, was wir hier oben ausgerechnet haben. Da addiere ich jetzt einfach nur den Wert meines Quell-Wavelets. Das sieht man, hier steht Source von IT. Also das ist der Wert meines Quell-Wavelets zum aktuellen Zeitschritt durch dx mal dt zum Quadrat. Das dt zum Quadrat kam durch die Umformung hier oben nach dem PNU heraus. Also dieser Quellterm steht eigentlich hier oben in der Gleichung drin. Und das 1 durch dx entstand dadurch, dass also der Quellpunkt eine räumliche Delta-Funktion sein sollte. Das heißt, wir schlagen räumlich nur auf einen Punkt. Und diese Delta-Funktion hatten wir approximiert durch eine Boxcar-Funktion. Das war also einfach 1 durch dx. So. Ja, dadurch, dass wir hier oben diese Vektorfelder für also die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit eingeführt hatten, müssen wir jetzt hier unten die verschiedenen Wellenfelder auch noch austauschen, bevor wir dann hier zum nächsten Zeitschritt übergehen. Das war also hier diese kompakte Notation. Ich kann die aber auch anders schreiben. Ich kann die schreiben als p old ist gleich p. Und P ist gleich P new. Also die beiden Schreibweisen hier sind äquivalent. Das heißt, mein neues P old im nächsten Zeitschritt hier ist einfach das aktuelle Druckwellenfeld. Und das aktuelle Druckwellenfeld im nächsten Zeitschritt soll einfach mein neues Druckwellenfeld sein. Ja, das heißt, wir machen das Ganze so rekursiv. Und wenn man sich den Code genauer anschaut, das hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt, sieht man, dass da eigentlich nur die Differentialgleichung integriert wird. Ja, das heißt, hier steckt effektiv eine numerische Integration einfach dahinter. Und zwar eine sehr billige numerische Integration. So, dann bleibt eigentlich nur noch Folgendes zu tun, nämlich hier das Seismogramm zu plotten. Das Seismogramm auszugeben. Das heißt, das Seismogramm zum Zeitschritt IT ist einfach mein Druckwellenfeld an der Empfängerposition. Und die Empfängerposition, dafür hatte ich oben bereits den Index IR ausgerechnet. Das heißt, ich muss dann hier einfach P von IR rausschreiben in das Seismogramm. So, und das, wie gesagt, ist die Grundidee eines jeden Finite-Differenzen-Codes. Das ist übrigens nicht nur beschränkt auf die seismische Modellierung, sondern auf jedes zeitabhängige Problem. Wenn ich nur ein Randwertproblem habe, also ein Problem, was nicht zeitabhängig ist, muss ich eigentlich nur über Raumpunkte irgendwie eine Vorschleife veranstalten. Aber wenn ich so ein kombiniertes Anfangs- und Randwertproblem habe, habe ich halt immer einmal eine Vorschleife über alle meine Zeitschritte und eine Vorschleife über alle meine räumlichen Gitterpunkte. Und dann muss ich hier irgendeine Zeitextrapolation durchführen. Häufig habe ich dann noch irgendeinen Quellterm. Und das ist, wie gesagt, eigentlich unabhängig davon, ob das jetzt seismische Wellenausbreitung ist, ob das irgendwie hydrodynamische Modellierungen sind oder ob das, ja, was weiß ich, was man noch alles für Differentialgleichungen lösen kann. Also wer sich da genauer für interessiert und die Vorlesung noch nicht gehört hat, ich mache da ein bisschen Schleichwerbung für meine Vorlesung. Wie heißt die überhaupt? Differentialgleichung im System Erde. Kann ich ja vielleicht mal kurz ein bisschen Schleichwerbung machen. Also einfach wieder auf meine GitHub-Seite gehen. Dann gehe ich hier mal auf meine WordPress-Seite. Da hatte ich, wie gesagt, im letzten Semester mal so eine Vorlesung angefangen. Das ist für Bachelorstudenten im Studiengang Physik des Erdsystems.
Und ja, da lernt man also alles Mögliche über Differentialgleichungen im System Erde. Ganz genau lernt man da also, wie man diese Differentialgleichung numerisch löst. Weil so dieser allgemeine Differentialgleichungskrempel, den lernt man eigentlich bei den Mathematikern. Und hier ist mehr so der Schwerpunkt darauf, wie löst man also verschiedene Differentialgleichungen, die so also im System Erde wichtig sind, mithilfe des Finite-Differenzen-Verfahrens. Ja, das Prinzip, das ist sowas Ähnliches, was wir jetzt also auch in der Vorlesung machen, nur halt sehr viel allgemeiner. Also es können da immer nur so verschiedene Gleichungen kurz angerissen werden. Man sieht, es geht hier also auch um Konvektion. Einmal lösen wir hier die Lorentz-Gleichung. Dann geht es so um Teilprobleme, lineare Advektion, Diffusion, Wärmeleitung in 1D und 2D, dann hier Randwertprobleme, thermische Konvektion im Erdmantel, sehr cool. Also kann ich nur mal empfehlen, sich das anzusehen. Wir haben dann so wirklich nachher einen zeitabhängigen Mantelkonvektionscode. Man sieht dann, wie also die Mantelkonvektion bei sehr hohen Rayleigh-Zahlen, also extrem turbulent wird. Sehr spannendes Ergebnis, was rauskommt, und ein sehr schöner bunter Film. Dann lösen wir die Navier-Stokes-Gleichung, so für Kanalströmung, für so eine Strömung um Ecken. Und was ich da fürs nächste Mal auch geplant habe, sind so Modellierungen um Störkörper herum. Also es ist nur so von Karmannsche Wirbelstraßen und solche Sachen. Also wie werden Objekte eigentlich umströmt? Also schon so eine Art, ja, Windkanalmodellierung. Das wird also sehr spaßig. Oder auch zum Beispiel für die Ozeanographen interessant, wie löst man die 2D-Flachwassergleichung? Das sind im Prinzip auch Wellengleichungen, allerdings sind die nicht linear. Also nicht so wie die akustische Wellengleichung, dass da so lineare Gleichungen vorhanden wären, sondern die sind nicht linear, was zu sehr interessanten Effekten führt. Und zum Schluss habe ich dann hier nochmal so 2D seismische Wellenausbreitung. Das war im Prinzip jetzt nur ein Ausblick auf das, was wir jetzt hier in der Vorlesung also sehr viel ausführlicher machen. Gut, ich verquatsche mich hier schon wieder. Also wie gesagt, eine sehr nette Vorlesung. Ja, ist ja auch von mir. Kann ich nur empfehlen. Mal schauen, ob ich da auch ein paar Videos nächstes Jahr zu mache. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, wo war ich denn jetzt überhaupt? Ach so, wir hatten jetzt unseren Finite-Differenzen-Code hier definiert. Was ich jetzt noch gerne machen würde, ist, ich hätte gerne mal so einen Vergleich zwischen meiner analytischen Lösung und meinem Finite-Differenzen-Seismogramm. Und das mache ich dieses Mal ziemlich simpel, also keine bunte Animation, sondern einfach nur mal so ein billiger Plot. Das heißt, wir definieren hier erst wieder die Größe unserer Abbildung. Dann plotten wir hier einfach mal die Zeit, also den Zeitvektor gegen unser Seismogramm von der Finite-Differenzen-Lösung und ganz analog unser analytisches Seismogramm, also Time gegen GC. Und GC war ja einfach die Faltung der Greens-Funktion mit unserem Quellwavelet. Dann beschränken wir hier noch den Plot auf Zeiten, die also irgendwie sinnvoll sind, von 0 bis minus 1, also von 0 Sekunden bis T-Max-Sekunden, das waren irgendwie 1,001 Sekunde oder sowas. Und die Amplituden beschränken wir auf die Werte, die wir oben als Maximum der analytischen Lösung bestimmt haben. Das war also dieses hier, Lim ist gleich GC.max. Das ist also das Maximum der analytischen Lösung. Weil das können eigentlich nur sinnvolle Lösungen sein. Alles, was von der analytischen Lösung abweicht, ist Schwachsinn. Okay, dann wird hier noch beschriftet, Legende dran geplottet, dann hier noch so ein Grid, sieht also auch ganz hübsch aus, und das Ganze dann hier geshowt. Also im Prinzip sieht man das dann im Notebook nachher. So, und das ist jetzt ein sehr schön aufgeräumter Finite-Differenzen-Code. Das heißt, alles, was der Code jetzt machen soll, ist in dieser Zelle von diesem Jupyter-Notebook komprimiert vorhanden. Und unabhängig davon sind jetzt hier oben die ganzen Modellierungsparameter. Das heißt, ich führe jetzt erstmal hier die Zelle aus mit Shift und Enter. Dann definiere ich hier mir meinen FD-Code. Also auch mit Shift und Enter. Okay, gibt keine Fehlermeldung. So, und jetzt habe ich einen netten Spielcode, um mal so ein bisschen an den Parametern herumzuspielen.
Also ich kann einmal hier an meinem räumlichen Gitterpunkt Abstand dx herumspielen oder ich kann an dem Zeitschritt dt herumspielen. Und bevor wir rumspielen, verwenden wir erstmal dieselben Parameter wie letztes Mal, um zu sehen, ob das gleiche rauskommt. Man sieht, wir haben jetzt hier 1000 Gitterpunkte in x-Richtung und 1000 Zeitschritte. Und man sieht, das Seismogramm entspricht wieder genau dem, was wir auch letztes Mal bekommen haben. Also wenn wir in einem 1D-akustischen Medium die erste Ableitung der Gauss-Funktion reinstecken, dann führt dieser integrierende Charakter des 1D-akustischen Mediums dazu, dass am Ende nachher die Gauss-Funktion in unserem Seismogramm auftaucht. Ja, das heißt, das ist jetzt wieder unser Donnergrollen, was wir also in unserem Empfänger, vielleicht auch in unserem, was dann unserem Ohr entsprechen würde, tatsächlich registrieren würden. Also nach einer gewissen Laufzeit trifft dann hier das Donnergrollen ein. Und man sieht, die analytische Lösung in Rot gestrichelt passt also ziemlich gut zu der finite Differenzenlösung. Ich könnte jetzt hier noch die Differenzen plotten, das werden wir später nochmal genauer analysieren, wie also hier die Abweichung genau aussehen. Aber so für den ersten Versuch sieht das schon mal ganz gut aus. So, jetzt mag man auf die Idee kommen, dieser Zeitschritt hier, der ist ja eigentlich ziemlich klein. Ja? Das heißt, eine Millisekunde, das kostet sehr viele Zeitschritte. Was ist, wenn wir jetzt diesen Zeitschritt vergrößern? Also meinetwegen auf 1,5023 Millisekunden. Ja? Dadurch würde man ja theoretisch einiges an Rechenzeit sparen, weil ich muss einfach weniger Zeitschritte hier oben in dieser Vorschleife durchlaufen. Ja, das heißt, probieren wir das einfach mal aus. Nicht? Man sieht, wir haben jetzt ordentlich Zeitschritte gespart. Wir haben jetzt hier nur noch 666 Zeitschritte statt vorher 1000 Zeitschritte. Das Ergebnis sieht aber nicht so prickelnd aus. Also am Anfang scheint es so zu sein, als wenn die Lösung noch relativ stabil ist. Man hat hier eine gute Übereinstimmung. Nach einer gewissen Zeit beginnt dann aber diese finite Differenzenlösung hier plötzlich komplett zu explodieren. Wir haben das jetzt hier, wie gesagt, beschränkt amplitudentechnisch auf das Intervall von unserer analytischen Lösung. Aber wenn wir jetzt mal das Intervall freigeben würden, würde man sehen, dass also die Lösung hier exponentiell ansteigt und irgendwann kommt hier auch NaN heraus. Also hier jetzt noch nicht, aber später nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall. Das heißt, die Lösung ist einfach nicht stabil, wenn wir den Zeitschritt zu groß wählen. Das heißt, das war offenbar schon mal keine sehr gute Idee. Das heißt, wir haben jetzt zwar Rechenzeit gespart, aber das Ganze wird instabil. So, die andere Idee könnte jetzt sein, okay, fingern wir mal nicht am Zeitschritt herum, sondern an unserem räumlichen Gitterpunktabstand. Also was ist, wenn ich das Wellenfeld jetzt räumlich einfach gröber abtaste mit meinem räumlichen Gitter? Das heißt, statt mit einem halben Meter taste ich mal mit 7 Meter ab. Da müsste man auch ziemlich viel sparen, weil ich habe ja bei jedem Zeitschritt muss ich ja hier auch räumliche Ableitung berechnen. Und das heißt, wenn ich hier an den räumlichen Gitterpunkten nx irgendwas einsparen kann, sollte das auch dazu führen, dass wir Rechenzeit sparen. Das heißt, probieren wir mal die Idee aus. Und da sehen wir, das Ergebnis ist so semi-optimal. Nicht? Wir haben jetzt zwar ganz enorm viele Gitterpunkte eingespart, räumliche. Wir haben jetzt hier nur noch 71 statt der 1000, die wir vorher hatten. Aber die Lösung, die numerische Lösung, stimmt also nicht wirklich mit der analytischen Lösung überein. Ja, es hat hier am Anfang zwar noch so mehr oder weniger das Aussehen der analytischen Lösung, danach beginnt das aber hier so komisch herum zu oszillieren. Das sieht ganz genauso aus, als wenn die Tieffrequentenanteile, die hier in dieser ersten Auslenkung drin stecken, früher ankommen als die ganzen Hochfrequentenanteile. Das heißt, diese 1D-akustische Welle zeigt ein Phänomen, das man als Dispersion bezeichnet. Das heißt, die unterschiedlichen Frequenzanteile meines Wellenfeldes kommen zu unterschiedlichen Zeiten an. Also, was ihr in der TEW 1 gelernt haben solltet, ist, dass Oberflächenwellen diese Eigenschaft haben, also zum Beispiel Rayleigh-Wellen, dass die also so
Dispersion zeigen, aber Raumwellen sollen diese Eigenschaft eigentlich nicht zeigen, so wie wir das jetzt hier in diesem numerischen Ergebnis sehen. Das heißt, diese Dispersion, die wir jetzt hier sehen, ist rein numerischer Natur. Das liegt jetzt einfach daran, dass wir unseren Gitterpunktabstand hier viel zu groß gewählt haben. Sprich, wir haben unser seismisches Wellenfeld viel zu grob abgetastet. Und diese viel zu grobe Abtastung führt also dazu, dass einmal das Ergebnis der numerischen Modellierung sehr stark von der analytischen Lösung abweicht und dass wir halt diese numerische Dispersion dann bekommen. Ja, also das nennt man dann numerische Dispersion im Gegensatz zu einer physikalisch korrekten Dispersion, die in der Form eigentlich nur bei Oberflächenwellen auftreten kann. So. Ja, jetzt könnte man natürlich rumprobieren und rumspielen an diesen dx- und dt-Werten, einfach so durch Trial and Error, also Versuch und Irrtum, rauszubekommen, wann bekomme ich eigentlich so stabile Lösungen heraus und wann bekomme ich genaue Lösungen heraus, wo also keine numerische Dispersion auftritt. Das ist aber nicht wirklich sehr effektiv, also speziell, wenn man das jetzt nicht nur hier für so ein kleines 1D-Modell macht, wo man also im Prinzip nur einmal hier auf die Zelle klicken muss und eine Millisekunde später ist das Ergebnis auch schon da, sondern im Fall von einer 3D-Modellierung, wie man sie also zum Beispiel bei der Erdölexploration benötigt, da empfiehlt sich so ein Ansatz nicht, weil da rechnet so eine Modellierung auch selbst auf dem Supercomputer gerne mal einen Tag, eine halbe Woche oder einen Monat. Also das kann eigentlich keine Lösung sein. Das heißt, die Frage ist, gibt es jetzt irgendwelche Kriterien, mit denen man also bestimmen kann, wie muss ich meinen räumlichen und zeitlichen Gitterpunktabstand, also mein dx und mein dt, hier irgendwie sinnvoll wählen. Ausgehend von den Eigenschaften zum Beispiel meines Untergrundes, also meiner p-Wellengeschwindigkeit zum Beispiel. Also gibt es dafür irgendein Kriterium? Und die Antwort lautet natürlich ja, weil das ist das eigentliche Thema von unserem Notebook hier. Das heißt, die große Frage ist jetzt, wie kommen wir auf dieses Kriterium? Und da müssen wir jetzt also ein bisschen theoretische Arbeit investieren. Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich relativ einfach, diese Herleitung nachzuvollziehen. Das heißt, was ich hier oben nochmal aufgeschrieben habe, ist einfach die 1D-akustische Wellengleichung in der diskretisierten Form. Man sieht also hier auf der linken Seite steht einfach die zweite Ableitung des Druckwellenfeldes diskret dargestellt, also mit unserem Dreipunktoperator. Auf der rechten Seite sehen wir die zweite räumliche Ableitung des Druckwellenfeldes, auch wieder dargestellt mit dem Dreipunktoperator. Und hier zwischen steht, davor steht dann hier Vpj zum Quadrat. Das heißt, wir haben irgendein P-Wellengeschwindigkeitsmodell. So, und diese Gleichung wollen wir jetzt mal genauer analysieren. Und zwar ist das jetzt nicht von mir diese Analyse, sondern das ist die sogenannte von Neumann-Analyse. Basiert also auf dem berühmten Mathematiker und Physiker John von Neumann. Er hat übrigens auch sehr viel beigetragen zum Thema Computeralgorithmen. Also er hat sehr viel Computeralgorithmen geschrieben, war also im Prinzip so einer der ersten, der überhaupt mal einen Computer programmiert hat. Und hier sieht man also mal so die Wikipedia-Seite, da ist also alles Mögliche mal zusammengestellt, was er so im Laufe seines Lebens gemacht hat. War also erstmal ziemlich mathematisch orientiert. Man sieht also hier Maßtheorie, Operatortheorie, Geometrie. Dann ging es hier so ein bisschen über zu bisschen physikalischeren Anwendungen. Man sieht hier so Quantenmechanik, da sich also sehr viel mit beschäftigt, Quantenlogik, dann Spieltheorie, mathematische Ökonomie. Man sieht, das geht dann hier auch mehr so in Richtung Programmierung, Linear Programming, kennt ihr vielleicht aus der Inversionstheorie, was das ist, Statistik, Fluiddynamik. Ja, dann war er auch am Manhattan Project beteiligt, also am Bau der Atombombe, wo dann also teilweise auch schon die Grundlagen für die ersten numerischen Modellierungen gelegt wurden. Ja, und dann ganz wichtig, der hat also sehr viele Beiträge hier gemacht zum Thema Programmierung. Also im Prinzip alle Programmierstrukturen,
wie man also etwas programmiert. Das geht auf John von Neumann zurück. Hier sieht man zum Beispiel mal irgendwie so einen Code von ihm aus dem Jahr 1947. Was hat er da programmiert? Naja, man sieht hier halt so ein Flowchart. Ich weiß jetzt nicht genau, was er hier programmiert hat. Muss man sich hier mal im Text durchlesen. Aber das kennen wir halt auch von heute, dass man irgendwie so Vorschleifen hat, If-Abfragen, und das geht also im Prinzip auf John von Neumann zurück. Hat er hier so zelluläre Automaten programmiert. Oh, und er hat sogar Wettervorhersage und die globale Erwärmung vorhergesagt. Wann war denn das? 1946. Das ist natürlich schon ziemlich spektakulär. Oder 1950, was auch noch spektakulär ist. 55. Nicht? Das heißt, er hat schon 1955 hier das erste Klimamodell erzeugt. Wird wahrscheinlich relativ simpel gewesen sein, aber naja. Ja, also, wie gesagt, ein sehr vielseitig interessierter Wissenschaftler, der allerdings auch so gewisse Macken hatte. Zum Beispiel kam er so nach dem Krieg irgendwie mal auf die Idee, dass man so präventiv mal vielleicht ein paar Atombomben über der Sowjetunion abwerfen könnte. Also bevor ja, Russland oder Stalin quasi die Atombombe in die Hände bekommt. Das war jetzt vielleicht nicht so eine tolle Idee, aber Programmieren ist eigentlich eine ganz gute Idee. Auf den geht übrigens auch diese eine Randbedingung zurück, die wir auch schon mal verwendet haben, diese von Neumann-Randbedingung. Vielleicht ist die aber auch einfach nur nach ihm benannt, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Gut, das kann man sich also alles mal im Detail hier anschauen. Oh ja, wie gesagt, also das, was wir jetzt machen wollen, die von Neumann-Analyse, die stammt tatsächlich von ihm. Das heißt, er hat versucht für diese Gleichung hier, also jetzt wahrscheinlich nicht speziell für diese Gleichung, sondern irgendwas Bezug zur Entwicklung der Atombombe, also Kriterien zu finden, wie ich das dt und das dx also möglichst sinnvoll wählen kann. Und die Idee ist jetzt einfach folgende: Wir nehmen mal an, dieses Druckwellenfeld, was wir hier haben, soll eine ganz bestimmte Lösung sein. Und zwar sollen das harmonische ebene Wellen sein. Das kennt ihr auch aus der TEW1. Das heißt, ich habe einfach ebene Wellen, die durch mein Modell laufen. Und die kann ich beschreiben durch diese komplexe E-Funktion, also E hoch IKX minus Omega mal T. Das soll also mein Druckwellenfeld sowohl im Raum als auch der Zeit sein. Ja? Und das kennt ihr auch aus der Mathematik, diese komplexe E-Funktion, die kann man also umschreiben in Cosinus- und Sinusschwingung, also Real- und Imaginärteil sind dann also Cosinus- und Sinusschwingung. Das heißt, man kann sich dieses Wellenfeld einfach so vorstellen: Ich lasse diese ebenen Wellen über alle Zeiten und überall im Raum über mein finite Differenzengitter schwingen, ja, oder lasse es darüber laufen, was ich also hier oben definiert habe. Und dann schaue ich mir einfach an, was passiert mit dieser Lösung. Ja, bleibt diese Lösung stabil? Ist alles in Ordnung? Das ist das, was wir oben gesehen hatten. Die analytische Lösung passte sehr schön mit der numerischen Lösung überein. Aber gibt es dann vielleicht Bedingungen, die dazu führen, dass diese Lösung also irgendwie explodiert? Das hatten wir oben auch gesehen. Offenbar, wenn man den Zeitschritt zu groß wählt, scheint diese Lösung irgendwann zu explodieren. Wir schauen uns jetzt halt diese ganz spezielle Lösung an, weil man die analytisch sehr schön beschreiben kann. Also einfach diese harmonischen ebenen Wellen. Wie gesagt, i Quadrat ist dann minus 1. K ist die Wellenzahl. Also ganz genau, das ist die Kreiswellenzahl. Also Lambda durch 2 Pi entspricht K. Ne, 2 Pi durch Lambda entspricht K. Und Omega ist dann einfach unsere Kreisfrequenz. So, und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen, um diese Lösung hier oben einsetzen zu können, natürlich auch diese Lösung diskretisieren. Also was wir machen müssen, ist, wir müssen einmal unsere x-Koordinaten diskretisieren und unsere Zeitschritte hier diskretisieren. Das heißt, wir sagen einfach, xj ist gleich j mal dx. Das heißt, ich setze hier jetzt für das kontinuierliche x einfach dieses diskrete x ein. Und
Genauso für den Zeitschritt T setze ich jetzt diesen diskreten Zeitschritt Tn herein. Ja, das heißt, das muss ich einfach nur hier einsetzen. Und dann sieht man, statt x steht jetzt hier k mal j mal dx in der E-Funktion. Und statt meinem t steht jetzt hier einfach n mal dt. Ja? Das heißt, ich habe diese beiden Ausdrücke hier eingesetzt. Und jetzt habe ich eine diskrete Formulierung für meine harmonischen Ebenenwellen. Nicht? Man sieht, das brauchen wir, um das einfach hier oben einsetzen zu können. Ich könnte jetzt das zum Beispiel hier oben einfach für das pjn einsetzen oder für das pjn. Und dann mal schauen, was passiert hier mit der Lösung eigentlich, wenn wir also hier diese finite Differenzenapproximation verwenden. Jetzt brauchen wir da oben aber nicht nur das pjn, sondern man sieht, man braucht hier auch ein pjn plus 1, ein pjn minus 1, ein pj plus 1n, also hier für die räumlichen Ableitungen, und ein pj minus 1n. Das heißt, das müssen wir jetzt einfach mal ausrechnen. Das heißt, wir gehen ganz analog vor, nur dass wir jetzt statt zum Beispiel hier diesem xj ist gleich j mal dx, j minus 1 zum Beispiel einsetzen können. Und dann steht hier j minus 1 mal dx. Ja? Das heißt, das setzen wir dann auch in die Gleichung ein und bekommen dann hier entsprechend unsere diskreten Werte für statt für pjn plus 1. Ich zeige ich jetzt mal. Das heißt, n plus 1 würde bedeuten, ich setze jetzt hier für t n plus 1 mal dt ein. Das sieht man, das steht jetzt hier. Omega mal n plus 1 mal dt. Der räumliche Term bleibt weiterhin j mal dx. Und dann habe ich halt meinen diskreten Wert pjn plus 1 hier stehen. Wie gesagt, ein Tipp, den ich schon öfter in der Vorlesung gegeben habe. Nehmt euch mal Bleistift und Papier und schreibt es mal selber auf. Dann lernt man es eigentlich am besten, was hier gemacht wird. Das ist eigentlich ganz trivial. Man setzt hier immer nur das ein, was man also braucht. Also ich brauche jetzt hier zum Beispiel für das Wellenfeld n plus 1 tn plus 1. Das heißt, ich muss hier einfach n plus 1 mal dt hier oben einsetzen. Das k mal x bleibt einfach kj mal dx. Und dann bekomme ich halt diesen Ausdruck hier heraus. So, und wenn ihr jetzt schon mal am Rechnen seid, könnt ihr mal euch überlegen, wie kann man das Ganze jetzt vereinfachen. Ich habe jetzt hier eine E-Funktion stehen, die kann ich aufteilen. Und zwar habe ich hier einmal so einen Anteil stehen e hoch i minus e hoch minus i mal Omega mal 1 mal dt. Das kann ich also in eine extra E-Funktion reinschreiben. Mal dem Rest, also was dann hier noch übrig bleibt. Das ist also einfach i mal k mal j mal dx minus Omega mal n mal dt. Nicht? Also ich habe jetzt einfach nur diesen einen Term hier davor gezogen in diese E-Funktion. Und alles andere jetzt einfach mal so gelassen. Das heißt, hier steht jetzt einfach e hoch minus i Omega mal dt mal e hoch i mal k mal j mal dx minus Omega mal n mal dt. Soweit klar? Also versucht diesen Schritt nochmal wirklich nachzuvollziehen. Das ist also identisch. Ich habe das jetzt einfach nur so ein bisschen umgestellt. Also es ist einfach so Regeln für Exponentialfunktionen. Wie rechne ich also mit Exponentialfunktionen, wenn ihr nicht genau wisst, wie das geht? Wobei ja das bei den Mathematikern oder irgendwie elementare mathematische Methoden in der Physik oder wie auch immer das heutzutage heißen mag, da sollte man sowas gelernt haben. Ansonsten fragt Professor Wikipedia oder Frau Professor Wolfram Alpha. Die wissen das auch. Gut. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Sieht ja eigentlich ein bisschen umständlicher aus. Wenn wir uns jetzt mal diese Formelteil hier anschauen, dann sehen wir, das kommt uns schrecklich bekannt vor. Das ist nämlich genau das, was hier oben auch steht. Das heißt, das ist einfach pjn.
Das heißt, was hier steht in dieser Zeile, ist einfach e hoch minus i Omega mal dt mal pjn. Das heißt, ich kann das pjn plus 1 für diese harmonische Welle hier oben, also harmonische ebene Welle, ausdrücken durch den Wert pjn multipliziert mit dieser komplexen e-Funktion. Also e hoch minus i Omega mal dt. Ja, das heißt, die Lösung an sich bleibt erhalten, aber sie propagiert halt zeitlich ein bisschen nach vorne. Das ist also das, was hier im Wesentlichen physikalisch interpretierbar steht. So, das ist schon mal sehr schön. Denselben Spaß können wir jetzt auch veranstalten für den Zeitschritt n-1. Dann steht hier statt n plus 1 einfach n minus 1. Veranstalten wir das Ganze, den ganzen Heckmeck hier nochmal. Das minus 1 mit minus 1 ergibt ein plus 1 und dann bleibt hier nur ein i mal Omega mal dt. Das ist also auch wieder diese e-Funktion. Wie gesagt, nochmal zu Hause selber nachrechnen. Und dann wieder dieser Term e hoch i mal k mal j mal dx minus Omega mal n mal dt. Und das entspricht wieder unserem pjn. Ist ja klar, wir sind jetzt in der Zeit hier einmal einen Zeitschritt zurückgegangen. Entsprechend muss man dann das Wellenfeld hier pjn mit e hoch i Omega mal dt statt mit e hoch minus i Omega mal dt multiplizieren. So, und ganz analog können wir jetzt auch bei den räumlichen Ableitungen vorgehen. Da habe ich jetzt halt hier nicht n plus 1 stehen, sondern zum Beispiel, wenn ich j plus 1 hier berechnen will, steht das j plus 1 in diesem k-Term, hier mit diesem Wellenzahlterm. Und hier kann ich wieder genau denselben Spaß veranstalten wie eben. Ich kann diese e-Funktion zerlegen, einmal in diesen Anteil e hoch i k mal dx. Das ist also das hier, k 1 mal dx. Und der Kram, der übrig bleibt, ist wieder e hoch i k j dx minus Omega n mal dt. Und das entspricht wieder unserem pjn. Ja? Das heißt, ich kann das pj plus 1 zum Zeitschritt n aus dem pjn ausrechnen, indem ich das mit e hoch i k dx multipliziere. Also ganz analog wie beim Zeitschritt haben wir jetzt hier den Trick auf die räumlichen Gitterpunkte angewendet. Und jetzt brauche ich nur noch das Wellenfeld an der Stelle j minus 1 zum Zeitschritt n. Das heißt, aus j plus 1 wird j minus 1. Ich bekomme dann hier ein negatives Vorzeichen in die e-Funktion und der Rest bleibt, wie es ist. Ja, also soweit klar. Das sollte eigentlich relativ einfach nachvollziehbar sein, weil ich habe einfach nur eingesetzt. Also wie eigentlich fast immer in der Mathematik, speziell in der Physik, also in der theoretischen Physik, muss man häufig nur wissen, wie muss ich wo was einsetzen und welche Tricks muss ich dann anwenden. Zu den Tricks kommen wir jetzt gleich. So, das heißt, apropos einsetzen, wir müssen jetzt hier unser Ergebnis für das pj-1n, pj+1n, pjn-1, pjn+1 einfach nur mal hier oben in unsere finite Differenzenformel einsetzen. Da könnt ihr jetzt mal auf Pause drücken und das einfach mal machen. Das heißt, immer dieses Ergebnis, was hier am Ende rauskommt, für pj-1n zum Beispiel, einfach hier oben einsetzen. Also es ist wirklich nur blindes Einsetzen von dem, was hier am Ende immer rausgekommen ist. Ja? Also macht das mal zu Hause auf dem Zettel und dann werden wir im nächsten Schritt mal sehen, ob das stimmt, was ihr rausbekommen habt. Also mal kurz eine Pause machen und dann geht es gleich weiter. So, während ihr jetzt also eine Pause gemacht habt, habe ich das Ganze nochmal schnell getecht. Das heißt, das, was jetzt hier steht, ist einfach der ganze Kram, den wir hier oben ausgerechnet haben, eingesetzt hier in unsere finite Differenzennäherung für die 1D-akustische Wellengleichung. So, das sieht jetzt zunächst mal sehr wild aus, ist also wieder so ein typischer Fall, wo man mal zu Weihnachten seine Verwandtschaft beeindrucken kann, indem man also irgendwelche E-Funktionen auf die Serviette schmiert.
Gut, sieht jetzt sehr wild aus. Was sieht man jetzt zunächst mal? Man sieht in jedem Term, der hier auftritt. Ich habe das, glaube ich, nur so ein bisschen umgeformt. Ich habe hier irgendwie das dt-Quadrat, ich habe hier irgendwie mit dt-Quadrat multipliziert. Kann das sein? Ja, genau. Das heißt, hier muss man nur mit dt-Quadrat multiplizieren. Dann steht hier vpj zum Quadrat mal dx zum Quadrat. So. Und ansonsten habe ich halt nur eingesetzt. Das heißt, hier stehen jetzt überall diese e-Funktionen, zumindest überall da, wo ich jetzt kein pjn stehen habe. Man sieht jetzt aber sehr schön, in jedem Term steht hier das pjn, also in dem steht pjn, hier steht pjn, hier steht pjn, hier steht pjn, hier steht pjn und hier steht pjn. So, was macht man, wenn überall pjn steht? Man kürzt es erstmal raus. Aber nicht so voreilig, Leute. Man sollte natürlich darauf achten, pjn muss natürlich überall ungleich 0 sein. Das ist so ein bisschen kritisch, weil pjn ja eigentlich so irgendwie auch harmonische Schwingungen enthält, die irgendwo auch mal so Knotenpunkte haben. Das heißt, irgendwo könnte die auch mal 0 werden. Wir können uns aber auch Schwingungen vorstellen, wo das vielleicht nicht der Fall ist, wo wir also im Prinzip einfach so eine Überlagerung von Sinus- und Kosinusfunktionen haben, wo dann am Ende irgendwie so eine Art Gauss-Funktion oder sowas rauskommt. Also nehmen wir diesen Fall einfach mal an, dann haben wir das Problem nicht, dass dieses pjn vielleicht irgendwie gleich 0 werden könnte. Das heißt, wir dividieren einfach die rechte und die linke Seite durch pjn. Dann wird das Ganze schon mal etwas übersichtlicher. Wir haben jetzt hier nur noch jede Menge e-Funktionen herumstehen. Also komplexe e-Funktionen. Das heißt, was machen wir jetzt als nächstes? Wir teilen mal durch 2. Und formen so ein bisschen um. Also wir fassen hier mal so die e-Funktion zu irgendwelchen Termen zusammen. Man sieht hier auf der linken Seite habe ich jetzt dieses e hoch minus i Omega dt und dieses plus e hoch i Omega dt hier zu diesen beiden Termen zusammengefasst. Und dann durch 2 geteilt. Ja, und 2 durch 2 ergibt 1. Also hier bleibt dann noch ein minus 1 übrig. Und auf der rechten Seite halt ganz genauso. Ich fasse die e-Funktion zu einem Term zusammen, teile durch 2 und minus 2 durch 2 ergibt minus 1. So, warum habe ich die e-Funktion zusammengefasst? Da sollte im Hinterkopf irgendwie so der Gedanke herumschwirren, ich kann Kosinus- und Sinusfunktion irgendwie durch komplexe e-Funktionen ausdrücken. Nicht? Das heißt, kann man also mal irgendwie Professor Wolfram fragen oder hier, wie heißen diese ganzen Bücher, die man irgendwie um die Jahrtausendwende noch verwendet hat? Bronstein zum Beispiel. Und dann gab es noch irgendwie so ein Buch, was die das die Physiker gerne verwendet haben. Mir fällt jetzt aber spontan nur Bronstein ein. Und zwar deshalb, weil das hier direkt in meinem Bücherregal steht. Gut. Das heißt, ich kann die Kosinusfunktion, Kosinus von x, einfach ausdrücken als e hoch i mal x plus e hoch minus i mal x durch 2. Das heißt, was hier stehen, sind einfach Kosinusfunktionen, auch wenn das nicht danach aussieht, also sehr wild, aber eigentlich steht hier auf jeder Seite nur Kosinus von irgendwas. Und jetzt muss man halt auf die Argumente hier achten, nicht? Also das Argument hier auf der Seite ist also statt x steht jetzt hier Omega mal dt. Das heißt, auf der linken Seite steht dann entsprechend Cosinus von Omega mal dt minus 1. Und auf der rechten Seite steht dann hier das Argument ist k mal dx, Cosinus von k mal dx minus 1. Und dann noch hier dieser Krempel mit dem dt² durch dx², vpj zum Quadrat und so weiter. So, after some further rearrangements and division of both sides by 2. Was haben wir jetzt noch groß rearranged? Ich habe einmal mit minus 1 multipliziert. Das kann ich machen, wenn ich also auf der linken und rechten Seite mit minus 1 multipliziere, kehren sich hier die Vorzeichen vom Cosinus und minus 1 Term um. Aber die Gleichung ist trotzdem noch richtig. Nicht? Das heißt, hier steht jetzt also 1 minus Cosinus von Omega mal dt. Genau dasselbe hier auf der rechten Seite für das k mal dx. Und dann teile ich einfach noch auf jeder Seite durch 2. Das ist auch legitim, also solltet ihr auch wissen. Das ist irgendwie so Mathematik erstes Semester.
Oder sollte man auch schon auf der Schule gelernt haben? Gut. So, und jetzt kommt hier ein Trick, da kommt man vielleicht nicht so ohne weiteres drauf. Also das hier oben, dass man Cosinus irgendwie durch E-Funktion ausdrücken kann, weiß man vielleicht noch. Aber hier muss man so ein bisschen im Bronsteinen herumblättern. Oder man fragt Professor Wolfram Alpha. Mache ich jetzt nicht, aber das könnt ihr mal gerne ausprobieren. Wahrscheinlich kommt dann hier was Ähnliches heraus. Das heißt, 1 minus Cosinus von x halbe entspricht Sinus Quadrat von x halbe. Das folgt wohl aus irgendwelchen komischen Additionstheorien. Könnt ihr mal selber beweisen, wenn ihr daran Spaß habt. Ansonsten nehme ich das jetzt einfach mal als richtig hin, weil am Ende kommt irgendwas Sinnvolles raus. Gut, das heißt, ich kann jetzt einfach mein 1 minus Cosinus halbe Terme hier oben ersetzen durch Sinus Quadrat vom Argument durch 2. Nicht? Das heißt, hier steht jetzt also eigentlich Sinus Quadrat von Omega dt, das ist hier das Argument vom Cosinus, durch 2. Und hier steht VPJ Quadrat, bla bla bla, und dann hier Sinus Quadrat von K mal dx durch 2. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Was wir jetzt noch machen, ist, wir ziehen die Wurzel von dem, wir ziehen die Wurzeln auf beiden Seiten. Man sieht diese ganzen Quadrattherme, die hier stehen. Also hier steht dt Quadrat, dx Quadrat, VPJ, Sinus Quadrat und so weiter. Die fliegen jetzt alle raus, weil wir haben auf beiden Seiten die Quadratwurzel gezogen. So, und jetzt haben wir nach der ganzen sinnlosen Rumrechnerei, so scheint es zumindest, etwas relativ Interessantes herausbekommen. Vielleicht könnt ihr hier auch nochmal eine Pause machen und mal überlegen, warum dieser Ausdruck jetzt ziemlich interessant sein könnte. Wobei ich hier auch schon verrate, wie das geht. Also, okay, es geht vielleicht mal ein bisschen zurück und drückt dann auf Pause. Ja, okay. So, also warum ist dieser Ausdruck jetzt hier so interessant? Hier stehen also zwei Sinusfunktionen, also Sinus von Omega dt halbe und Sinus k mal dx halbe. Und diese Sinusfunktion auf der linken und auf der rechten Seite, die variieren in der Amplitude natürlich immer zwischen minus 1 und plus 1. Ja, das heißt, das ist eine typische Eigenschaft der Sinusfunktion, die man auch irgendwie bei EMMP spätestens gelernt haben sollte. Vermutlich aber sehr viel früher, dass die irgendwie zwischen minus 1 und plus 1 oszilliert. Und das Entscheidende ist jetzt dieser Term hier. Ja? Das heißt, wenn jetzt dieser Term VPJ dt durch dx, nennen wir den mal Epsilon, wenn dieser Term Epsilon größer als 1 wird, sieht man, dass da irgendwie inkonsistente Lösungen herauskommen. Nicht? Weil hier steht dann zum Beispiel irgendwie, wenn jetzt dieser Term hier meinetwegen 2 wäre, würde hier zweimal die Sinusfunktion stehen, die irgendwie zwischen minus 1 und plus 1 oszilliert. Aber auf der anderen Seite steht eine Funktion, die nur zwischen minus 1 und plus 1 oszilliert. Nicht? Also hier die Funktion, wenn also dieser Term hier 2 wäre, würde zwischen minus 2 und plus 2 oszillieren und die Funktion zwischen minus 1 und plus 1. Und das ist inkonsistent. Was dann genau herauskommt, ist, wenn man das genauer analysiert, es kommen nur komplexe Lösungen heraus, aber keine realen Lösungen mehr. Also es gibt, der Realteil von all diesen Lösungen ist dann 0, wenn dieser Term Epsilon hier echt größer ist als 1. Und das hat dann numerisch zur Konsequenz, dass unser Code explodiert. Ist ja klar, wir haben keine realen Lösungen, keinen Realteil mehr der Lösung. Es kommt dann irgendwelcher physikalischer Schwachsinn raus. Und das ist dann der Grund, warum unsere finite Differenzenlösung also explodiert. Dagegen, wenn dieser Term hier entweder gleich 1 ist, dann variiert das hier auf der rechten Seite zwischen minus 1 und plus 1 und auf der linken Seite zwischen minus 1 und plus 1. Dann bleibt unsere Lösung stabil. Das heißt, das ist das Minimumkriterium, damit also unsere finite Differenzenlösung oben stabil bleibt, dass die harmonischen Wellen also nicht irgendwie exponentiell ansteigen, deren Amplitude und irgendwie nachher kompletter Blödsinn rauskommt, sondern die Bedingung, die wir jetzt also haben, ist dieses Epsilon gleich VPJ mal dt durch dx muss echt kleiner gleich 1 sein.
Wenn dieses Kriterium erfüllt ist, bekommen wir also eine stabile Lösung heraus. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, das sogenannte Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium oder das sogenannte Stabilitätskriterium oder CFL-Kriterium, halt abgekürzt nach Courant-Friedrichs-Lewy. Das waren also drei deutsch-amerikanische Mathematiker, also Richard Courant, Kurt Friedrichs und Hans Lewy. Die haben also 1928 ein ziemlich revolutionäres Paper veröffentlicht, was ich hier also mal verlinkt habe. Also über die partiellen Differentialgleichung der mathematischen Physik. Und wenn man sich das mal durchblättert, hier dieses Originalpaper, da sieht man schon, da tauchen hier tatsächlich auch so finite Differenzenapproximationen auf. Und die haben dann hier tatsächlich auch dieses Kriterium das erste Mal wirklich beschrieben. Hier haben wir jetzt also so Eigenwertprobleme, man sieht, hier tauchen auch so Greens-Funktionen auf. So, man findet dieses Kriterium hier nicht so ohne weiteres, weil es waren, wie gesagt, Mathematiker. Und Mathematiker haben teilweise einen etwas anderen Stil, etwas zu beschreiben als Physiker. Was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber man muss erstmal das Paper richtig durchdringen. Man also sieht, wo eigentlich dieses Kriterium hier eigentlich genau steht. Das heißt, das Paper könnt ihr euch jetzt mal im Detail anschauen. Und dann mal rausfinden, wo steht dieses Kriterium eigentlich. Also viel Spaß dabei. Nicht? Also die haben hier so verschiedene Probleme, also auch Randwertprobleme. Interessant ist dann hier wahrscheinlich dieser hyperbolische Fall, wo dann also hyperbolische Differentialgleichungen, also zum Beispiel die Wellengleichung, gelöst werden. Ja, und irgendwo in diesem Paper muss halt dieses Kriterium drinstehen. Also wie gesagt, versucht mal selber, dieses Kriterium hier in dem Paper zu finden. Gut, das will ich jetzt nicht alles noch weiter durchgehen. So, jetzt kann ich diesen Ausdruck hier einfach mal nach dem Zeitschritt umformen. Da sieht man also hier, der Zeitschritt muss also kleiner gleich sein dx durch vpj. Ja, das heißt, das hat eigentlich eine physikalisch ganz anschauliche Interpretation ist da möglich. Also wir können es anschaulich sehr schön interpretieren. Dieser Zeitschritt dt, den wir hier wählen sollen, der so kleiner gleich dem sein soll, was hier auf der rechten Seite steht, das soll einfach kleiner sein als die Zeit, die die akustische Welle braucht, um von einem Gitterpunkt zum nächsten zu laufen. Nicht? Man sieht hier steht die Distanz dx durch vpj, das ist eine Zeit. Und das ist die Zeit, die die Welle braucht, um mit einer Geschwindigkeit vpj von einem Gitterpunkt zum nächsten Gitterpunkt zu laufen. Das heißt, das Kriterium hier, wenn ihr irgendwie später mal irgendwas numerisch modellieren wollt, was auch nur ansatzweise nach Anfangsproblem riecht, das solltet ihr euch merken. Ja? Weil man kann rumprobieren, so viel man will, aber wenn dieses Kriterium hier nicht erfüllt ist, jetzt speziell für diese Gleichung, die da oben steht, also diese Kriterien weichen dann so ein bisschen ab, je nachdem, wie man diese Differentialgleichung am Ende löst. Aber wenn ihr dieses Kriterium nicht kennt, könnt ihr also rumprobieren, so viel ihr wollt. Aber es ist pure Zeitverschwendung, weil man muss eigentlich nur dieses Kriterium hier erfüllen. Das heißt, für einen vorgegebenen räumlichen Gitterpunktabstand dx und ein vorgegebenes Geschwindigkeitsmodell an einem beliebigen Gitterpunkt vpj, kann ich also den Zeitschritt jetzt ausrechnen. Was vielleicht noch ein bisschen unbefriedigend ist, wir wissen noch nicht, wie wir das dx ausrechnen müssen, aber das werden wir gleich nochmal sehen, wie das geht. Ja, und diese Gleichung gilt jetzt eigentlich nur explizit für unser explizites Zeitintegrationsschema, was wir hier oben verwendet haben. Also es gilt jetzt speziell für diese Differentialgleichung, die wir hier gelöst haben. Wir werden das später noch ein bisschen modifizieren. Diese Gleichung, also man kann die FD-Operatoren nachher noch ändern und solche Scherze, oder man kann auch ganz andere Gleichungen lösen, zum Beispiel für das SH-Problem.
Und was dann also rauskommt, wenn man dann also diese Von-Neumann-Analyse für das entsprechende Problem ausrechnet, ist, dass wir so leicht andere Courant-Kriterien oder Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterien herausbekommt. Das heißt, man bekommt dann häufig so einen Gewichtungsfaktor Zeta. Ich glaube, das ist diesmal tatsächlich ein Zeta und nicht wieder ein Chi. Ich glaube, das ist ein Zeta. So, und das heißt, dieser Faktor Zeta, der hängt halt davon ab, was für einen FD-Operator verwende ich, was für eine Dimension hat das Problem auch. Also ist das jetzt 1D, wie in diesem Fall, ist das 2D oder 3D, je nachdem, wie das Problem aussieht, hat man dann hier nachher so einen unterschiedlichen Faktor Zeta. Und auch, was man allgemein für einen Algorithmus verwendet. Also das kann dann sehr stark variieren. Ja, man kann dann auch sehen, je nachdem, was für einen Algorithmus man hier verwendet. Es gibt dann also Algorithmen, die ziemlich gutartig sind, wo man dann also das DT relativ groß wählen kann. Oder wenn das Zeta halt ziemlich klein ist, muss man den Zeitschritt am Ende auch ziemlich klein wählen. Das ist also der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man rechnet diesen Zeitschritt eigentlich nie explizit für jeden Gitterpunkt aus. Man sieht ja, hier steht VPJ, das heißt, man muss eigentlich diesen Zeitschritt für jeden einzelnen Gitterpunkt ausrechnen, weil das VP kann ja variieren. Ich kann ja an einer Stelle des Modells eine größere P-Wellengeschwindigkeit haben als an einer anderen Stelle des Modells. Dann hätte man unterschiedliche Zeitschritte an unterschiedlichen Raumpunkten, was relativ kompliziert ist zu implementieren in den Finite-Differenzen-Code, weil man muss all diese Zeitschritte und diese Zeitupdates nachher irgendwie miteinander synchronisieren. Das heißt, was man häufig macht, ist, man ersetzt einfach dieses VPJ einfach durch die maximale Geschwindigkeit in meinem Medium. Das heißt, ich bestimme einfach die maximale P-Wellengeschwindigkeit in meinem Medium und aus dieser maximalen Geschwindigkeit, dem Zeta und meinem räumlichen Gitterpunktabstand berechne ich dann einfach global einen Zeitschritt. Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, wenn es jetzt also starke Geschwindigkeitskontraste gibt. Wenn es also Teile des Modells gibt, wo die P-Wellengeschwindigkeit ziemlich klein ist, zum Beispiel irgendwie 50 oder 60 Meter pro Sekunde und auf der anderen Seite man dann aber Geschwindigkeiten von 3000 Metern pro Sekunde hat, dann muss man natürlich in den sauren Apfel beißen und den Zeitschritt entsprechend der größten Geschwindigkeit wählen, was natürlich ein bisschen blöd ist eigentlich, weil man würde das dann gern irgendwie räumlich abhängig machen, aber wie gesagt, das ist nicht so einfach zu implementieren. So, also das zum Thema Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium. Das heißt, die Formel hier sollte man sich auf jeden Fall einprägen, das oder Minimum diese Formel hier oben. Das heißt, das ist eine beliebte Prüfungsfrage. So, das nächste Problem ist jetzt, wie berechnen wir eigentlich unser dx? Und auch da können wir jetzt die Von-Neumann-Analyse ausnutzen. Das heißt, wie können wir jetzt bestimmen, wann tritt eigentlich diese numerische Gitterdispersion auf und wann tritt sie nicht auf? Das hängt offenbar davon ab, wie ich meinen räumlichen Gitterpunktabstand dx wähle. Und ich nehme jetzt einfach mal das Ergebnis von unserer Von-Neumann-Analyse. Hier steht jetzt Gleichung 2, das ist vermutlich diese hier. Kommt da tatsächlich eine Gleichung 2? Gleichung 2 ist tatsächlich die hier. Also wie gesagt, führt diesen Markdown-Text nochmal aus, dann kommen auch die Nummerierungen hier nochmal korrekt heraus. Das heißt, wir nehmen hier das Ergebnis von unserer Von-Neumann-Analyse, diesen Sinus Omega bla 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 Term, schreiben den hier unten nochmal hin. Und ich habe jetzt hier das VPJ mal DT durch DX einfach durch das Epsilon ersetzt. Damit das ein bisschen einfacher hinzuschreiben ist. So, jetzt wenden wir auf beiden Seiten die Arcosinus-Funktion an. Das hat also den Vorteil, dass hier der Sinus rausfällt. Das heißt, ich habe jetzt hier Arcosinus angewendet auf Sinus, ergibt einfach das Argument der Sinus-Funktion. Also hier steht einfach Omega mal dt halbe. Das
Und dann habe ich natürlich hier auf der rechten Seite die Arcosinusfunktion von Epsilon mal Sinus von k mal dx halbe. Jetzt multiplizieren wir das Ganze noch mit 2 mal dt, einfach damit hier das Omega auf der linken Seite stehen bleibt. Das heißt, hier steht dann einfach Omega als 2 durch dt mal dem Arcosinuskrempel, der da sowieso schon stand. Soweit klar? So, was hat uns das gebracht? Was wir jetzt ausnutzen, ist Folgendes. Wir berechnen jetzt nämlich einfach mal die Phasengeschwindigkeit. Die Phasengeschwindigkeit war Omega durch k. Das wisst ihr noch von den Oberflächenwellen aus der TEW1. Das heißt, die beschreibt einfach, wie sich eine bestimmte Frequenz in dem Medium ausbreitet. Also einfach die Geschwindigkeit, mit der sich eine bestimmte Phase, also bestimmte zeitliche und räumliche Frequenz in dem Modell ausbreitet. Das ist also meine Phasengeschwindigkeit. Das heißt, ich muss hier einfach nur durch k teilen und dann bekomme ich hier Omega durch k auf der linken Seite raus, was der Phasengeschwindigkeit entspricht. Und hier auf der rechten Seite steht 2 mal k mal dt, 2 durch k mal dt mal dem Arcosinuskrempel. Und jetzt sieht man schon was ganz Erstaunliches. Die Phasengeschwindigkeit hängt ab von der Wellenzahl. Man sieht hier, es steht hier einmal k und hier steht auch ein k. Das heißt, es tritt Dispersion auf, je nachdem, werden wir gleich sehen, wie wir das dx hier wählen. Das heißt, es gibt hier eine Dispersionsbeziehung, Dispersionsrelation. Die werden wir dann später auch nochmal gleich plotten, dann wird ein bisschen klarer werden, was das eigentlich alles soll. So, um das ganze Problem jetzt etwas detaillierter zu untersuchen, machen wir jetzt Folgendes. Wir schreiben erstmal die Definition von dem k hier hin. Also k ist 2 Pi durch Lambda, wobei Lambda jetzt halt die Wellenlänge von unserer harmonisch schwingenden ebenen Welle ist. Das heißt, das setze ich jetzt einfach hier ein. Also hier steht dann, das 2 kürzt sich raus, wenn ich hier für k 2 Pi durch Lambda einsetze. Dann steht oben jetzt im Zähler Lambda und im Nenner Pi mal dt. Also wie gesagt, einfach hier einsetzen. Könnt ihr auch selber nochmal zu Hause machen. Und dasselbe auch hier in dem Argument von dieser Sinusfunktion. Da steht dann also jetzt, das 2 kürzt sich mit dieser 2. Dann bleibt nur noch Pi mal dx durch Lambda. Das, was also hier steht. Dann setze ich die Definition von meinem Epsilon ein. Das war Vp0. Oder Vp Max oder was auch immer man da jetzt annimmt, mal dt durch dx. Und dadurch können wir jetzt das dt ersetzen durch Epsilon mal irgendwas. Ja, das heißt, habe hier einfach diesen Ausdruck hier umgeformt nach dt. Das heißt, dt ist gleich Epsilon mal dx durch Vp0. Und das setze ich jetzt einfach hier ein. Das heißt, was dann herauskommt, ist eine Gleichung Lambda mal Vp0 durch Pi mal Epsilon mal dx. Das heißt, das Ganze hängt jetzt nicht mehr von dt ab, sondern nur noch von dx. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt definiere ich eine ganz entscheidende Größe. Und zwar ist das die Anzahl der Gitterpunkte pro Wellenlänge. Das ist dieses n Lambda, ist Lambda durch dx. Man sieht, dieser Term tritt hier also mehrfach auf. Einfach einmal hier. Da steht hier einmal direkt Lambda durch dx. Und hier im Argument des Sinus steht das einmal invertiert, also dx durch Lambda. Und diese Zahl der Gitterpunkte pro Wellenlänge, das ist nachher eine ganz entscheidende Größe. Hier steht also einfach Lambda durch dx. Lambda ist ja die Wellenlänge und dx ist mein räumliches Abtastintervall. Ja, und das sagt mir einfach, wie gut wird also meine Welle, meine harmonische Welle mit einer Wellenlänge Lambda tatsächlich durch mein räumliches Gitter abgetastet. Ja, und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, was jetzt hier steht. Die Phasengeschwindigkeit ist n mal Lambda mal Vp0 durch Pi mal Epsilon mal Arcosinus von Epsilon mal Sinus Pi durch n Lambda.
Das heißt, die Phasengeschwindigkeit hängt irgendwie ab von n mal Lambda. Hängt auch noch ab von Vp0 und vom Epsilon. Aber im Wesentlichen ist es eine Beziehung, die abhängt von n mal Lambda. Das heißt, wenn ich will, dass alle meine Phasen, alle meine Frequenzanteile zur selben Zeit eintreffen soll, sprich die Welle soll nicht dispersiv sein, also das, was wir hier oben gesehen haben, war ja eine Welle, wo die einzelnen Frequenzanteile mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich ausgebreitet haben, also mit unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten. Das wollen wir aber gar nicht haben, sondern wir wollen ein Ergebnis haben, wo die Raumwelle also als ein großer Impuls ankommt, also die Lösung, die hier oben auch steht. Das heißt, wir müssen jetzt diese Phasengeschwindigkeits- oder diese Dispersionsrelation, die hier unten steht, mal genauer analysieren. Das heißt, gibt es jetzt eine bestimmte Anzahl von Gitterpunkten pro Wellenlänge, für die also diese Phasengeschwindigkeit irgendwie gegen unser Vp0 hier oben konvergiert, also für die Geschwindigkeit des homogenen Mediums, dass also die Phasen gleich der Gruppengeschwindigkeit ist, dass wir entsprechend dann keine Dispersion haben. Und was wir jetzt also einfach mal machen, ist, wir plotten diese Beziehung hier, und zwar einmal für verschiedene Lambda-Werte zwischen 2 und 12. Also 2 würde dem Nyquist-Kriterium entsprechen. Das heißt, ich taste das Wellenfeld gerade mit der halben Wellenlänge ab. Und 12 ist dann halt eine relativ große Abtastung. Dann nehmen wir eine homogene P-Wellengeschwindigkeit an von 333 Meter pro Sekunde. Und Epsilon variieren wir mal zwischen 0,7 und 1. So. Das habe ich also hier unten gemacht. Ich habe also einmal alles definiert. Einmal einen Vektor für meine Zahl der Gitterpunkte pro Wellenlänge, n mal Lambda. Also von 2 bis 12 mit einem Abstand von 0,25 mit der A-Range-Funktion. Dann unser Vp0, 333 Meter pro Sekunde. Und dann einfach mal eine Funktion definiert, die für ein vorgegebenes Epsilon hier meine Dispersionsrelation ausrechnet. Deswegen habe ich die Funktion einfach mal Dispersion 1D genannt. Das heißt, die gibt mir einfach zurück für einen Eingabeparameter Epsilon meine Phasengeschwindigkeitsfunktion. Ja, das heißt, V-Phase ist Vp0 mal N-Wave durch Np mal Epsilon, das ist das, was hier vorne steht. Und dann der ganze Kram, der hier im Arcosinus steht. Also ich habe einfach die Formel, die hier oben steht, hier unten eingesetzt und als Funktion definiert. So. Und jetzt berechnen wir einmal diese Phasengeschwindigkeits-N-Lambda-Relation mal für verschiedene Epsilons. Das heißt, ich rufe jetzt einfach hier immer diese Funktion Dispersion 1D auf für Epsilon gleich 1, 0,9, 0,8, 0,7 und speichere das dann entsprechend in diesen Zeitreihen hier. Und dann plotte ich einfach mal das N mal Lambda gegen die Phasengeschwindigkeits n Lambda Beziehung hier oben, also die Dispersionsrelation für verschiedene Epsilon Werte. Das ist also das, was hier dargestellt ist. Also zum Beispiel Epsilon gleich 1 entspricht dann nachher einer blauen Kurve, Epsilon gleich 0,9 einer roten Kurve, die grüne Kurve ist Epsilon gleich 0,8 und die schwarze ist dann Epsilon gleich 0,7. Dann beschriftige ich das Ganze noch, eine Legende dazu. Gucken wir mal, was rauskommt. So, ich habe jetzt also aufgetragen, die Phasengeschwindigkeit, V-Phase in Metern pro Sekunde, über der Zahl der Gitterpunkte, ja, also von 2 bis 12, also nicht ganz 12, weil eigentlich hätte man hier noch irgendwie ein bisschen was dazu, also 0,25 dazu addieren müssen, weil A-Range hat natürlich den letzten Wert hier wieder nicht inklusive, aber okay, das interessiert uns jetzt mal nicht so wirklich. Und jetzt sieht man halt die Dispersionsrelation für verschiedene Epsilon-Werte. Man sieht, für Epsilon gleich 1 ist diese Funktion konstant
Und zwar liegt die bei 333 Metern pro Sekunde. Das ist interessant, weil das ist genau die Geschwindigkeit, also die Gruppengeschwindigkeit in unserem Medium. Nicht? Das heißt, unabhängig davon, ob ich jetzt das Wellenfeld mit zwei räumlichen Gitterpunkten abtaste oder 12, ich bekomme immer meine exakte Gruppengeschwindigkeit oder meine Mediumsgeschwindigkeit heraus. Das heißt, es gibt keine Dispersion. Ja, das ist also schon mal sehr interessant. Das heißt, wenn Epsilon gleich 1 ist und ich ein homogenes Medium habe, dann kann ich im Prinzip räumlich diskretisieren, so viel ich will. Es tritt also keine Dispersion auf. Das gilt aber natürlich nur für ein homogenes Medium und das interessiert uns in der Regel eigentlich gar nicht. Das heißt, dieser Fall ist zwar sehr nett, aber er nützt uns meistens nichts, weil wir meistens irgendwie mit inhomogenen Medien zu tun haben. So, und wenn wir dieses Epsilon jetzt kleiner wählen, dann sieht man schon, man bekommt hier eine Phasengeschwindigkeit, die irgendwie abhängt von der Zahl der Gitterpunkte. Und wenn ich jetzt hier relativ grob diskretisiere, also hier zum Beispiel mit dem Nyquist-Kriterium, bekomme ich also eine Phasengeschwindigkeit von 260, 240 Metern pro Sekunde. Und das weicht natürlich deutlich von der eigentlichen Geschwindigkeit in unserem Medium ab, also der Gruppengeschwindigkeit. Und dann bekommen wir entsprechend Dispersion. Wenn man jetzt mal sich das anschaut hier, wenn wir jetzt das Ganze immer feiner diskretisieren, also die Zahl der Gitterpunkte pro Wellenlänge erhöhen, dann wird diese Dispersion immer geringer. Das heißt, die Phasengeschwindigkeit nähert sich hier so der Gruppengeschwindigkeit an. Und so im Bereich zwischen 8 und 12 Gitterpunkten oder sagen wir mal 10 und 12 Gitterpunkten, sieht man, dass die Dispersion also ziemlich klein wird. Also fast schon vernachlässigbar. Das heißt, wenn wir jetzt unser Modell also mit 10 oder unsere Welle mit 10 Gitterpunkten pro minimaler Wellenlänge abtasten oder pro Wellenlänge abtasten, bekommen wir also keine Dispersion mehr. So, das ist ein ganz entscheidendes Ergebnis. Ich muss also meine Welle hier abtasten mit ungefähr 8 bis 12 Gitterpunkten, um zu verhindern, dass hier also starke Dispersion auftritt. Und das können wir zusammenfassen in einem sogenannten räumlichen Gitterdispersionskriterium. Das heißt, wir können ein Kriterium für unser dx definieren. Dx soll kleiner gleich der einer bestimmten Wellenlänge, in diesem Fall war die Wellenlänge halt konstant, durch n mal Lambda sein. Das heißt, ich muss die Wellenlänge mit einer bestimmten Zahl von Gitterpunkten abtasten. Und was man häufig nimmt, ist die sogenannte minimale Wellenlänge, die also in meinem Modell auftritt. Die kann ich einfach schreiben als meine minimale Geschwindigkeit in dem Modell durch die maximale Frequenz. Das entspricht hier einer Wellenlänge. Entsprechend habe ich dann am Ende dieses Kriterium dx soll kleiner gleich sein v min in meinem Modell durch n mal lambda mal f max. Wir hatten hier aus dieser Dispersionsanalyse gesehen, dieses n lambda sollte man irgendwie zwischen 10 und 12 oder was auch häufig geht zwischen 8 und 12 wählen. Ja, dann tritt keine Dispersion auf. Wobei das gilt nur eingeschränkt. Also Dispersion kann im Prinzip immer auftreten in einem Code. Ich muss halt nur lange genug rechnen. Das heißt, gilt im Prinzip nur für eine gewisse Zeit. Je länger ich meine seismische Modellierung laufen lasse, umso stärker wird dieser Effekt der numerischen Dispersion auch auftreten. Das heißt, wenn ich jetzt mal die Wellenausbreitung über mehrere Tage zum Beispiel berechnen will, muss ich ziemlich fein diskretisieren, weil irgendwie spätestens nach ein paar Stunden diese Dispersion hier auftritt. Und das muss man halt entsprechend korrigieren. Aber ganz generell gilt erstmal dieses Kriterium. Also das ist quasi so der erste Ansatz, den man verwenden sollte. Dx ist immer kleiner gleich die minimale Geschwindigkeit in meinem Modell, geteilt durch n mal lambda mal fmax, wobei fmax dann die Maximalfrequenz von unserem Quellwavelet ist.
So, das heißt, wir haben jetzt zwei Kriterien gefunden, einmal für unser dx, einmal aus dieser Dispersionsanalyse. Und sobald wir unser dx definiert haben, können wir auch unseren Zeitschritt dt hier oben ausrechnen. Da steckt hier ja das dx und die maximale p-Wellengeschwindigkeit drin. So, zum Schluss möchte ich das Ganze dann nochmal kurz ausprobieren. Das heißt, bevor wir jetzt hier wieder unseren FD-Code laufen lassen, rechne ich einfach mal das dx hier nach unserem Gitterdispersionskriterium aus. Nicht? Das heißt, ich definiere jetzt hier zum Beispiel einfach mal n Lambda gleich 12. Ich will also wirklich mit 12 Gitterpunkten das Ganze abtasten. Da sieht man schon, da sollte eigentlich keine große Dispersion mehr auftreten. Ich könnte das hier übrigens auch nochmal so ein bisschen 0,25, dann ist das 12 auch nochmal richtig inklusive. Ja. Nicht? Also man sieht, es tritt hier keine Dispersion auf bei 12 Gitterpunkten. Dann hatten wir gesehen, die Maximalfrequenz, das hatten wir letztes Mal gesehen, als wir die Spektren von unserer ersten Ableitung der Gauß-Funktion mal angeschaut hatten. Die Maximalfrequenz, die ist ungefähr zweimal die dominante Frequenz. Also wenn wir 25 Hertz als dominante Frequenz haben, können wir als Maximalfrequenz immer ganz gut 50 Hertz annehmen. Also das Doppelte der dominanten Frequenz. Dann rechne ich hier das dx nach diesem Gitterdispersionskriterium aus. Das ist also dx ist gleich Vp0 durch n Lambda mal f max. Und das ergibt mir hier mein dx. Das gebe ich dann hier auch nochmal aus. Dann rechne ich das dt mithilfe des Courant-Friedrich-Lewy-Kriteriums aus. Das war also das, was hier oben steht. Ja, also wir haben das jetzt sehr explizit für die 1D-akustische Wellengleichung ausgerechnet. Da ist dann das Zeta natürlich entsprechend gleich 1. So, und dann habe ich hier auch gleich eine Warnung eingebaut. Also sobald das Epsilon hier... Ne, Moment, jetzt habe ich erstmal das dt ausgerechnet. Also dx durch Vp0. Und dann kann man noch überprüfen, ob das Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium auch erfüllt wurde. Also das Epsilon ist jetzt Vp0 mal dt durch dx. Das war also dieses Epsilon hier. Und das sollte ja echt kleiner gleich 1 sein. Das heißt, das können wir einfach mit einer if-Abfrage mal testen. Also if Epsilon echt größer 1, gebe hier eine Warnung aus. Achtung, die Modellierung könnte instabil werden. Also sie wird auch mit ziemlicher Sicherheit instabil, weil das Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium verletzt wurde. Gut, und dann starten wir am Ende hier mit unserem nach unseren neuen Kriterien berechneten dt und dx halt so eine finite Differenzenmodellierung. So, man sieht jetzt sehr schön in Blau, die numerische Lösung passt wieder relativ gut zur analytischen Lösung. Ja? Und wir haben sogar ein bisschen Rechenzeit gespart, weil wir haben jetzt statt 1000 Gitterpunkten in x-Richtung nur noch 900 Gitterpunkten und statt 1000 Zeitschritten tatsächlich nur noch 600 Zeitschritte. Das heißt, wir konnten sogar noch was sparen. Ja? Das ist immer so der schmale Grat, den man quasi gehen muss bei der seismischen Modellierung. Das heißt, einerseits will ich möglichst viel Rechenzeit sparen, andererseits will ich auch gerade so ein genaues Ergebnis herausbekommen. Das heißt, ein ganz schmaler Grat, den man da immer gehen muss. Ich will nicht zu viel Rechenzeit investieren, ich will aber auch keine ungenauen Lösungen herausbekommen, weil dann ist diese Modellierung natürlich auch Schwachsinn. Kann ich mir dann gleich sparen, wenn da so ein Blödsinn rauskommt. So, jetzt könnte ich zum Beispiel mal so ein bisschen hier an den Parametern rumspielen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt mein n Lambda mal halbieren. Also wie gut funktioniert die Modellierung eigentlich, wenn ich jetzt das räumliche Wellenfeld mit 6 Gitterpunkten abtaste? Und da sieht man schon, die analytische Lösung weicht von der numerischen bereits ab. Der niedrigfrequente Anteil meiner Welle kommt bereits ein bisschen früher an. Es gibt hier so eine ganz leichte Phasenverschiebung.
Und die kann ganz entscheidend sein. Also zum Beispiel, wenn man nachher diesen Code für eine Wellenforminversion verwenden will, muss man natürlich auch kleinste Phasenverschiebungen möglichst exakt modellieren können. Und da kann es schon ganz entscheidend sein, ob ich jetzt mit 6 Gitterpunkten abtaste oder zum Beispiel mit 8 Gitterpunkten, wobei da hatten wir auch schon gesehen, da trat auch eine ganz leichte Verschiebung auf. Ich kann natürlich auch mit 20 Gitterpunkten abtasten. Ja, das ist dann extrem genau. Das hat dann aber auch den Nachteil, dass wir auch mehr Zeitschritte natürlich investieren müssen, weil der räumliche Gitterpunktabstand wird kleiner. Man sieht, das sind hier nur noch 0,33 Meter, mit denen wir abtasten. Und wenn der räumliche Gitterpunktabstand kleiner wird, wird natürlich auch der Zeitschritt hier kleiner, analog, weil wir das hier mit dem Coram-Friedrichs-Lewy-Kriterium ausrechnen müssen. Das heißt, so 12 Gitterpunkte sind eigentlich ganz brauchbar für diesen Operator. Aber 10 zum Beispiel sollten auch noch gehen. Probieren wir das mal aus. Ja, das sieht auch noch ganz gut aus. Wie gesagt, wenn man jetzt länger rechnet, muss man vielleicht auch mehr Gitterpunkte verwenden, weil die Dispersion nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall auftritt. Ja, also wenn ich das jetzt die Rechenzeit hier jetzt vergrößern würde, also das Seismogramm jetzt nicht für eine, sondern für 60 Sekunden ausrechnen würde, könnte bereits etwas Dispersion auftreten. Das hängt dann immer vom Problem ab. Aber so als Pi mal Daumenregel ist die auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Also eigentlich benutzt man die am laufenden Band. Weil es ziemlich einfach, man muss einfach nur die minimale P-Wellengeschwindigkeit in dem Medium kennen. Dann die Anzahl der Gitterpunkte vorgeben pro Wellenlänge und meine maximale Frequenz im Quellwavelet. Und dann kann ich halt dieses Dispersionskriterium mir sehr schön definieren und dann entsprechend auch den Zeitschritt ausrechnen. Apropos Zeitschritt, ich könnte den jetzt auch mal einfach erhöhen, zum Beispiel auf 10 mal dxdt. Und man sieht, da kommt dann Blödsinn raus, aber es gibt auch gleich eine Warnung. Achtung, das Coram-Friedrichs-Lewy-Kriterium wurde verletzt. Ja, das heißt, da kam jetzt also ziemlicher Mist raus. Ich könnte hier auch mal auf 1,1 oder sowas gehen. Und auch da sieht man schon, das Coram-Friedrichs-Lewy-Kriterium wurde auch hier wieder verletzt. Also ein sehr kritisches Kriterium, 1,01, wird auch noch verletzt. Jetzt, selbst wenn ich jetzt hier so ein paar Stellen hinterm Komma, ja okay, da wird es nicht sofort instabil, aber es kommt trotzdem die Warnung, Achtung, das Kriterium wurde verletzt. Wenn ich jetzt noch länger rechnen würde, wird es wahrscheinlich auch instabil. Also nur wenn dieses Kriterium exakt erfüllt ist oder auch unterschritten, ich kann hier natürlich auch sagen, ich mache das mit 0,9, dann kommt eine stabile Lösung heraus. Ansonsten wird das Ganze instabil. Das heißt, da ist auch wieder sehr viel Spielfaktor hier dabei. Also macht euch damit mal ein bisschen vertraut, zum Beispiel das n-Lambda mal auf 2 setzen oder so. Also das wäre jetzt hier Abtastung mit dem Nyquist-Kriterium. Und man sieht, da tritt dann schon eine ganz entscheidende Phasenverschiebung auf. 1,5 wird dann auch noch schlimmer. Ein Gitterpunkt. Ja. Naja, also da kann man also beliebig herumspielen. Das also dazu. Ja, was haben wir jetzt also gelernt? Fasse ich nochmal zusammen. Wir haben also einmal über diese von Neumann-Analyse der 1D-akustischen Wellengleichung gelernt, dass es also ein Kriterium gibt, welches den Zeitschritt begrenzt, also die zeitliche Diskretisierung meines Problems. Das heißt, der Zeitschritt sollte immer kleiner gleich dx durch der maximalen Ausbreitungsgeschwindigkeit in meinem Medium sein. Das war also das Coram-Friedrichs-Lewy-Kriterium. Und wenn ich dieses Kriterium nicht erfülle, wird also die Modellierung instabil, was ziemlicher Mist ist. Ja, das heißt, ich kann die Seismogramme eigentlich alle vergessen, die ich da modelliere. Das heißt, das ist das eine entscheidende Kriterium. Dann hatten wir dieses Ergebnis der von Neumann-Analyse auch dazu verwendet, eine Dispersionsanalyse durchzuführen für unser finite Differenzenschema.
Und da kam dann raus, dass die räumliche Abtastung abhängt von der minimalen Geschwindigkeit in meinem Modell, geteilt durch n mal Lambda mal der maximalen Frequenz. Ja? Das war das sogenannte Gitterdispersionskriterium. Wenn ich dieses Kriterium hier erfülle, den räumlichen Gitterpunktabstand dx hier oben in das CFL-Kriterium einsetze und die maximale Geschwindigkeit verwende, bekomme ich halt einen Zeitschritt heraus. Das heißt, diese beiden Kriterien sind eigentlich auch miteinander verknüpft. Ja, und das heißt, mit diesen beiden Kriterien, also mit dem Gitterdispersions- und dem Courant-Friedrichs-Lewy-Kriterium, können wir also unsere finite Differenzen-Modellierungsparameter optimieren. Also wir können genau sagen, wann kommen genaue Lösungen raus. Ich muss also mit 12 Gitterpunkten pro Wellenlänge zum Beispiel abtasten. Und was für einen Zeitschritt muss ich wählen, damit das Ganze nicht instabil wird. Und da wird es dann später auch noch ein paar Übungsaufgaben dazu geben. Wenn ihr also mal selber irgendwelche Modelle euch ausdenken sollt, müsst ihr also diese Kriterien immer einhalten. Also ganz entscheidend und wie gesagt auch eine sehr beliebte Prüfungsfrage. Also diese beiden Kriterien sollte man kennen, einmal in der Prüfung und auch später, wenn man also ernsthaft versuchen will, irgendwelche Differentialgleichungen numerisch zu lösen. Also insbesondere jetzt hier Anfangs- und Randwertprobleme. Gut, das war dann im Prinzip der Inhalt der heutigen Vorlesung. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und tschüss.